Und jetzt müssen wir warten. Die Bienen, also die Bienenkönigin, lebt leider nicht allzu lange, ne? Also die produziert Honig und Wachs und stirbt dann irgendwann. Mit ein bisschen Glück produziert die aber noch Junge nach. Und aus den Jungen kann man uns wieder ein paar Bienenköniginnen züchten. Wenn wir das richtig angehen. Okay. Und dafür braucht man dann noch später noch eine Presse, um das Ganze auch schön zu machen. Jetzt haben wir hier so ein paar Bienenkörbe hinten auf der Wiese. Das finde ich ganz geil. So. Wenn wir runterkommen, fällt es nicht auf. Man sieht es, das war so ein bisschen da, kurz aufblitzen, aber das schadet nichts. Und wenn ich jetzt aber hier wollte ich dann sowas machen, ne, hier siehst du dann schon so Bienenkörbe, ist echt schön mit Blumenwiese und sowas. Und dann machen wir uns hier zum Beispiel, wenn man sich hier sowas hinmacht mit Tischlein, mit Stühlchen und sowas, dann kannst du hier schön über die Wiese gucken. Und da hätte ich gerne noch ein paar mehr Blumen oder sowas, da müssen wir nochmal gucken, das kriegen wir auch nochmal hin. So. Okay. Jut, 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 jut. Dann wollen wir mal. Okay, dann wollen wir uns mal ganz kurz, ist schon wieder Abend, ne, ist schon wieder Abend. So. Oh, eine Imkertochter. Die Bienen finde ich gerade total unrealistisch, also zumindest als Imkertochter. Liebe Imkertochter, es tut mir echt leid. Das ist gerade natürlich nicht, was ich vermisse bei den Bienenstöcken. Die sind natürlich sehr, sehr dump-downed, also sehr, sehr vereinfacht, sehr stark vereinfacht. Was ich persönlich vermisse ist, wenn eine Biene drin ist, dass auch immer so bzzz, da müsste so ein bisschen, ich finde, da müsste so ein bisschen Action kommen, ne, dass man so ein bisschen sieht, dass da Bienen fliegen und wenn es nur Punkte sind, ist ja egal. Und vielleicht auch so ein bisschen hört, dass es belebt ist. Und wenn die Bienenkönigin tot ist, dann kannst du direkt sehen, aha, da passiert nichts mehr. Das finde ich ganz gut. Okay, dann mal ganz kurz, lalala. Ich gehe nochmal ganz kurz hin, ich will nochmal ganz kurz zeigen. Na, noch sieht man nichts. Die brauchen so ein bisschen Wallung kommen, aber Blumen haben die, glaube ich, genug, ne? Ich glaube, man muss die einmal umringen mit Blumen und das müsste ja eigentlich der Fall sein. Da fehlt noch eine Blume. Nein! Haben wir noch eine weiße Blume irgendwo? Ich kann mal ganz kurz gucken. Es muss ja auch nicht unbedingt eine weiße sein, aber da drüben. Guck mal, sowas, da haben wir noch ein schönes Blümchen hier. Dann nehmen wir nochmal mit, ganz kurz. Dann pflanzen wir das eben nochmal. Das wird schön. Und vor allen Dingen, wenn wir da hier, wenn wir noch ein bisschen mehr machen, dann machen wir ja so gelbe Blumen, rote Blumen. Können wir so ein bisschen Regenbogen machen. Ich mag das. Regenbogen ist immer die schönste Farbe der Welt, ist einfach ein Regenbogen. So. Okay. Dann machen wir das mal. So, was wollte ich denn gerade machen? Was wollte ich denn gerade? Ich wollte gerade, die Bienen haben wir gemacht, den Rucksack haben wir auch gemacht. Dann würde ich gerne tatsächlich mal langsam unten diese Dinger angehen. Warte mal. Jetzt, was haben wir denn hier? Ach, das Eko, ja, das brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Okay, wir haben eigentlich genug Platz im Inventar. Wir müssen Bäume absackeln gehen. War das hier Ekolit? Haben wir das ganze Ekolit mitgenommen? Ich pack's da einfach mal rein, wird schon stimmen. Wir haben noch zwei Dinger. Ich gehe nochmal schnell Holz sammeln. Wir brauchen Holz auf jeden Fall. So, solange wir die Möglichkeit haben, gehen wir mal schnell Holz sammeln. Denn wir werden einiges da... Oh, halt! Da geht's raus. Wir werden einiges davon brauchen. So. Ich renne übrigens immer noch nicht bewusst. Ich renne immer noch bewusst nicht einfach, weil wir, damit wir ein bisschen Energie sparen. Das werden wir jetzt auch brauchen. So. Denn beim Bäumefällen, egal was wir machen, wenn wir irgendwas anpflanzen, wenn wir Bäume fällen, egal, wenn wir gegen Monster kämpfen und so weiter, wir verbrauchen so immens viel Gefresse unten in der Leiste. Das ist schon nicht mehr schön. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, okay. Easy going. Das machen wir eben. Dann können wir erstmal wieder ein bisschen, ne, dann können wir wieder ein bisschen hier Bäume fällen. Ist ja auch mal was Schönes. Greenpeace, es tut mir leid. Es tut mir leid, Greenpeace. So. Es sind virtuelle Bäume, deswegen kann ich sagen, ist was Schönes. So, den nehme ich mit, auch wenn er sowieso nicht wächst, weil es jetzt so dunkel ist, aber egal. Ich nehme ihn trotzdem mit, einfach damit er nicht später wächst, sobald wir hier fertig sind. Denn wir haben genug Saplings und wir wollten uns ja noch einen eigenen Wald pflanzen. Deswegen. So. Wie findest du das Anwachsen der E-Sport-Szene? Ganz ehrlich, ich persönlich, ich begrüße das sehr. Ich muss sagen, ich habe da nicht so mega viele Berührungspunkte. Ich kenne inzwischen schon ein paar Leute aus der E-Sport-Szene. Aber ich kann immer nie genau sagen, wie gut die sind, wie bekannt die sind, wie beliebt. Ich habe da, huch, bin gerade aus dem Spiel raus. Oh, komisch. Ich kann da also ehrlich gesagt nicht so viel mitreden. Aber ehrlich gesagt, ich schaue mir das auch gerne auf Twitch mal an, wenn da wieder irgendwo eine Übertragung ist. Und ich feiere immer immens, was die Leute da drauf haben. Und auch wenn man immer sagt, ne, oh, das sind ja keine klassischen Sportler.
Ja gut, eine Online-Zeitung ist ja auch keine klassische Zeitung. Die kannst du ja auch nicht in die Hand nehmen und lesen, wo du dich selber bewegen musst. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel natürlich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, ich persönlich finde das mega legitim und ich freue mich umso mehr darüber, als dass, ne, ob man das mag oder nicht, ob man E-Gaming bevorzugt oder nicht, ist ganz egal. Man kann auf jeden Fall sagen, dass E-Sport immer mehr eine öffentliche Akzeptanz bildet und damit haben auch wir regulären Gamer immer mehr öffentliche Akzeptanz. Inzwischen ist, glaube ich, ja bekannt, dass nicht nur irgendwie irgendwelche unrasierten, dicken Vollspacken spielen, das war jetzt keine Anspielung auf mich selbst, sondern dass inzwischen natürlich vom Schüler bis zum Banker, dass inzwischen ungefähr alle zu Hause auch mal spielen, das ganze Familien spielen und so weiter, das war ja schon zu meiner Zeit so, zu meiner Zeit damals, oh, die sind süß, die würde ich gerne bei den Bienenstöcken pflanzen, die sind ja süß, die mag ich gerne leiden, sehen, nein, die mag ich gerne. So, also so oder so, E-Sport-Szene ist immer sehr, sehr geil, also profitieren alle von, muss ich sagen, profitieren alle von, es kann also nur gut sein. Für uns, ne, für uns Gamer ist es so oder so gut, ich mag das immer nicht so sagen, für uns Gamer, weil ich finde das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, das hört sich immer so komisch an, für uns Gamer ist genauso wie, ich bin ein Nerd. Der Begriff hat sich so abgenudelt inzwischen, dass ich ihn gar nicht verwenden will und ich denke auch, dass man inzwischen gar nicht mehr, man muss ja gar nicht mehr unbedingt rauskristallisieren, Gamer, weil das eben durch alle, es zieht sich ja durch alle Schichten eigentlich. Durch alle sozialen Schichten, durch alle Szenen, ne, du kannst als Emo kannst du genauso Gamer sein wie als Skater, obwohl du kannst als Emo auch Skater sein. Ist, glaube ich, eher ungewöhnlich, ich weiß es nicht. Ich skate jetzt durch ein Sägewerk. Nein, war ein Witz. So, Entschuldigung. Ich sammle hier nochmal ganz kurz wieder die Saplings auf. Haben wir hier noch irgendwas drin? Das, ah, hier. Das D-Sport nicht so richtig. So. Und deswegen, ja, zum Thema E-Sport kann ich nur sagen, finde ich geil. Und ich habe nichts als Bewunderung übrig für die Leute, ne, also für die Leute, also für die Menschen, die es da schaffen. Ist nur krass, ne, ist nur krass, dass es wirklich nur so für so ganz, ne, für blutige junge Menschen, dass du da echt so schnell abbaust, das finde ich halt krass, dass die Reflexe so stark nachlassen, dass du irgendwie sagst, irgendwie mit 25 kann ich nicht mehr, da kann ich nicht mehr. So, das geht nicht mehr. So, da komme ich nicht mehr hinterher. Obwohl ich sagen muss, bei einem gewissen Event neulich, bei dem ich ja war, ne, da war ich ja auch mit lauter E-Sport, mit lauter E-Sportlern, da waren E-Sportler eingeladen und ich. So, und tatsächlich, ich habe es zweimal auf den dritten Platz geschafft vom Team und ich weiß nicht genau wie, aber ehrlich gesagt, kann auch sein, dass es nichts wert ist, ist ein Scheiß wert, aber ich war ehrlich gesagt stolz, weil ich war, glaube ich, auch der Älteste da. Ich war nicht nur der einzige Bob, der nichts damit zu tun hat mit E-Sport, Multiplayer-Shootern und sowas, sondern ich war auch der, ich war definitiv der älteste Spieler und habe mich aber trotzdem, muss ich sagen, habe ich mich trotzdem ganz gut geschlagen. Fand ich ganz geil. Natürlich nicht in jeder Runde. Ich war auch öfter mal auf dem letzten, aber ich habe es zweimal auf dem dritten geschafft. Ich glaube zweimal auf dem letzten, zweimal auf dem dritten und irgendwie einmal auf dem vorletzten. So, dritte von drei. Nein! Der dritte von sechs. Es war der dritte von sechs. Drei von sechs. Und das war schon, also krass, muss ich sagen. Habe ich mich sehr gefreut. So. Ich lese gerade, dass die Spielindustrie jetzt aufmerksam wird auf Let's Player und damit quasi den Sinn und Zweck von Let's Plays verschieben. Sehe ich aber gar nicht mal. Ich sehe es ganz im Gegenteil. Ich sehe es so. Es ist wichtig, dass die Spielindustrie aufmerksam auf Let's Player wird. Das haben wir ja auch immer probiert, ne? Wir haben das ja immer probiert, der Saranzer und ich, wir sind ja vor Ewigkeiten, habe ich tausendmal erzählt schon, wir sind ja hausieren gegangen auf der Gamescom mit Visitenkarten und sowas und haben dann versucht zu erklären, was Let's Plays sind, als das noch überhaupt nicht in aller Munde war. Wir haben versucht, das so ein bisschen, ne, dass sie verstehen, was wir da machen und dass wir da auch nicht abgemahnt werden. Also nicht nur wir, sondern gesamt die Let's Play-Szene und sowas. Da sind wir ja dann wirklich hausieren gegangen, Klinken putzen, whatever. Und inzwischen ist es aber so, dass die Publisher erkannt haben, natürlich mit der Reichweite. Und es ist, glaube ich, eine Charakterfrage, ob du als Let's Player deinen Fokus darauf legst, möglichst viele Let's Plays zu verkaufen. Da kriege ich kein Geld für, da spiele ich nicht. Oder ob du sagst, ich will das einfach nur machen, weil die Spiele so geil sind, ich will einfach die Spiele spielen und ich will die zeigen und ich will das machen. Und ganz ehrlich, also man kann da nicht einfach alle in einen Topf werfen. Ist halt wirklich eine Charakterfrage, ob sich der Fokus auf Geld verschiebt oder sonst irgendwas. Es ist nicht verboten, Geld damit zu verdienen. Und ich würde es auch nicht verdammen, ne? Also wie gesagt, ich war ja auch eingeladen zum Beispiel. Ich würde es auch nicht verdammen, wenn jemand Geld damit verdient. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Aber es muss natürlich auch so sein,
dass der Schuster bei seinem Leisten bleibt, ne? Also das oder bei seinen Leisten bleibt, dass sich der Fokus quasi nicht verschiebt oder du plötzlich anfängst irgendwas zu machen, was du vorher sonst niemals gemacht hättest, aber für Geld machst es. Ne? Also du musst selber noch diese Passion mitbringen, diese Passion. Wenn du E-Sport magst, könntest du dir vorstellen, sowas zu machen? Ich bin zu alt dafür, Alter. Ich bin vielen Dank dafür, aber ich bin zu alt dafür. So. Also ich glaube nicht, dass die Gefahr ist natürlich vereinzelt gegeben, aber generell glaube ich nicht. Wenn du merkst, dass sowas passiert, dann schau einfach bei dem Let's Player nicht mehr. Das ist einfach eine ganz einfache Kiste. Such ihn dir aus. Es ist schade, wenn sowas passiert. Und es gibt ein paar Kollegen, da bemerkt man das natürlich auch hin und wieder mal. Aber zum Beispiel, wenn ich bei den Peets sehe, ne, die Peets, nehmen wir mal die Peets, die machen das so, die lassen sich auch für manche Sachen bezahlen, ich find's mega legitim, aber die machen dann eben so Sachen wie Kart Racing, ne, oder so eine Geschichten, und das, finde ich, bietet dem Channel eher so einen geilen Mehrwert, muss ich sagen. Oder die machen einfach Sachen, die sie eh gemacht hätten, und insofern, ich glaube, da ist irgendwie kein Nachteil zu sehen. Wenn dann mal jemand kommt, der vielleicht Sachen macht, die er sonst nie machen würde, das ist schwieriger. So, wollte ich sagen, man ist nie zu alt für E-Sports, na klar. Die Reflexe lassen doch nach, irgendwie ab dem Alter über 70 lassen die Reflexe nach. Wie soll ich noch hinterherkommen? Bei dem Jungspunden. So. Warte, da komme ich hin. Da komme ich nicht hin. Okay, die holen wir uns später. Wir brauchen nicht ganz so viel Holz. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Holz. Ich glaube, wir werden Bäume respawnen, oder? Ich habe, glaube ich, nicht alle Saplings eingesammelt. Ist egal. Wir gehen wieder nach Hause. Ein schöner Tag des Erntens und wir gehen bald wieder zurück. Aha. Aha. Habe ich es doch genau gewusst. Weg mit dir. Und hier ist, glaube ich, noch ein Bäumchen, das müssen wir auch nochmal wegkriegen. Auf jeden Fall, Alter, wie, ne, die Saplings, das wäre so ein dichter Wald, wenn wir die nicht auspflanzen würden. Und wir wollen ja noch ein bisschen Kontrolle über den Wald behalten. So, du bist nicht alt, das ist nur eine frische Insuffizienz. Naja, gut. Wenn die Haut langsam ledrig wird. So. Okay, ach, geil! Freunde, da ist schon wieder. Da schreibt schon wieder einer. Nice viewbots, my Dutch friend. Dear sir, I'm not Dutch. I'm German. I'm very sorry. And say hello to my army of viewbots. Hello viewbots. Liebe viewbots, gebt euch mal zu erkennen. Begrüßt doch mal unseren ausländischen Gast. Der es nicht kapiert, dass andere vielleicht auch mal Zuschauer haben. Begrüßt ihn doch mal. Ich freue mich drauf. So. Achso, für die Leute auf YouTube, Entschuldigung, wir machen gerade Live-LP, deswegen das mit den Viewbots. Ich musste gerade wieder schmunzeln. Yeah, los geht's! Go, go, go! Schön finde ich das. Sehr, sehr schön. Algorithmen sind alle intakt. Achso, okay. Wir haben über 64 Saplings. Geile Scheiße. Okay, und es geht los. Geil. weißt du was, ich esse mal... Ah nee, wir haben ja Kartoffeln. Ich esse die Äpfel nicht. Die sparen wir uns für eine Plantage. So. Hervorragend. Okay. Ach, wie schön. Ich glaube, es gibt ja... Moment, ist ja auch egal. Das Thema passt gerade gar nicht. Will ich gar nicht. Es gibt nur gerade auf Twitch gibt es gerade so eine Diskussion um jemanden, der hier eventuell von der deutschen Streamerschaft Viewbots benutzt. Da gibt es gerade so eine Diskussion, eine ganz heftige, aber die hört jetzt hier nicht her. Die will ich jetzt auch nicht entfachen, die lassen wir mal einfach weg. Ich wollte schlafen gehen und dann werden wir nämlich nochmal ganz kurz unten wir werden das Lagersystem umkrempeln, so dass wir das nicht mehr umkrempeln müssen. So. Okay. Schlafen, schlafe, 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 schlafe. Okay. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ach, wie schön. Wie schön das gerade ist. So, ich gehe mal ganz kurz eben. Wir müssen. Ich brauche unten einen... Ich baue mir mal unten nochmal... Man glaubt es gar nicht, aber ich werde das jetzt machen. Die kommen alle weg hier. Huch. Ich mache jetzt was, das wird man für unfassbar halten. Und man wird sagen, was ist mit Gronkh los? Ist das überhaupt Gronkh? Spielt der da wirklich? Ach, die haben wir ja auch noch. Heilige Scheiße. Okay, ich glaube, wir haben genug Holz. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben genug Holz. Die kann ich auch gleich mal mitnehmen. Und die Stickies brauchen wir auch. Was ich aber mal machen wollte gerade. Achso, das war das hier. Jetzt wird man natürlich sagen, was ist mit ihm los? Hat der getrunken? Der macht was richtig? Das kann doch nicht sein. Okay, pass auf. Und jetzt machen wir nämlich... Waren das die 4x4? Wo sind die 4x4? Die sind's, ne?
2x2, ah ja, 2x2, nicht 4x4, klar. 2x2, die brauchen wir jetzt. Ja, wir brauchen erstmal ganz viele Truhen. Natürlich machen wir erstmal den hier. 4 Truhen können wir machen, reicht noch nicht. Ich würde sagen, wir machen uns nochmal ein bisschen Holz, wupp dich. Und nochmal ein bisschen Holz, wupp dich. Und jetzt machen wir nochmal ein paar Trüchen, eben ganz kurz. Lalala, lalala. Achso, wir nehmen mal die einfache, hä? Achso, wir nehmen die einfache 64 Truhen, brauchen wir nicht unbedingt. Könnten wir machen, theoretisch. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel wir machen. Wir haben 4. Ach komm, 36 Truhen, das wird reichen, glaube ich. Das nehmen wir nochmal mit. So, okay. Und jetzt machen wir uns ganz toll hier die Dinger. Davon werden wir eine Menge brauchen. Zack. 9 ist nicht unbedingt viel. 9 ist nicht viel. Woran hapert's? An Blocks? Ach, an Truhen. Nee, hä? Bin ich doof? Oakdraws, 36. Oakwood Planks, Oakwood Planks, Oakwood Planks. Ich bin gerade ein bisschen raus, Oakwood Planks. Hä? Wovon hat es denn gerade gehabt? Hä, bin ich doof? 2x2. Wir haben einfach keine Truhen mehr. Das ist das Problem. Ach, weil die ja 4 Truhen kosten. Die sind ja so mega teuer. Entschuldigung, ich habe das gerade nicht geblickt. Ich war jetzt gerade bei den normalen Drawn. Die sind ja so mega teuer. Deswegen würde ich sagen, weißt du was? Komm, wir hauen uns die alle nochmal. Oder hier, 24 machen wir nochmal. Nee, 32 können wir gar nicht machen. Ah, gut, was soll's. Ich mache jetzt die hier nochmal, zack. Und dann haben wir die. So, 52. Ich hoffe, das wird einigermaßen reichen. So, 52 Dinger. Wir müssen diese hier, wenn wir wieder wegruppen, diese normal, diese großen, wenn wir wieder wegruppen, wir nehmen erstmal nur die kleinen für hier oben, weil es einfach so viel Gemüse gibt, dass es echt ein Problem ist. Das ist wirklich ein Problem, wenn wir die großen nehmen, weil dann passen die Kisten hier alle überhaupt nicht mehr hin. Das passt alles leider gar nicht. Das heißt, achso, die großen können wir vielleicht später noch verwenden bei irgendwelchen wichtigen Sachen oder irgendwas, was wir prominent ausstellen wollen. Ich muss mal ganz kurz hier, Erdbeeren, lalala, die Äpfel nehme ich hier nochmal ganz kurz raus. Flupp. Äpfel. So, wie viele Äpfel haben wir? Nicht wenig. So, und die ziehen wir dann alle hier rein. Doppelklick und dann sind die alle drin. Erdbeeren. Alle raus. Doppelklick haben wir alle. Und passen sogar noch alle in die Tasche. Ich pack die. Ach so, ich habe die gar nicht. Die müssen auch noch weg. Okay, pass auf, ich schmeiß die mal eben alle weg. So, warte. So. Das kommt auch weg. Der hier kommt leider auch gleich weg. So, die Dinger kommen auch erstmal weg von hier. Hätte ich später machen sollen. Ich hätte erstmal die Regale umbauen sollen. Egal. Ein ME-System. Ich finde die ME-Systeme nicht so geil. Ich weiß, die sind total geil. Also bei Minecraft gibt es so ME-Systeme, ne? Und dann hast du quasi eine fette Truhe, wo alles drin liegt. Milliardenfach irgendwie. Aber ich finde die nicht so geil. Ich finde die nicht so richtig geil, weil man irgendwie, es ist so, ich finde das so viel schöner, wenn man so sieht, was man so hat. Weißt du, nicht einfach nur eine Truhe, sowas hier und da ist alles drin, das ist mega praktisch natürlich, aber ich mag es lieber so, wenn man das auch ein bisschen sieht, wenn man so ein bisschen, ne, ich mag das, ist irgendwie lauschiger. Weißt du, was ich meine? Wir können immer noch so ein Ding machen, später mal, irgendwann, aber momentan will ich das noch nicht. Okay, haben wir jetzt alle genommen direkt? Oh ja, haben wir. Und dann machen wir ganz kurz eben, hier, 52, dann machen wir so ein Ding dahin. Raps. Und so ein Ding, raps. Und dann würde ich sagen, zum Beispiel die Erdbeeren können wir hier sehr schön reinmachen. Die Kiwis hätte ich da auch gern drin, hier. So, haben alle reingepasst, das ist sehr gut. Ich glaube, die Ananas werden vielleicht nicht alle reinpassen, ne? Müssen wir mal gucken, Kiwi packe ich oben rein, Ananas kommt unten rein. Ananas haben, glaube ich, nicht alle reingepasst. Wir haben jetzt 128 Ananas da drin und das reicht einfach nicht. Und was wir jetzt dafür brauchen, das machen wir uns eben mal, das basteln wir uns eben mal ganz kurz. Wir haben hier, glaube ich, noch die Templates, ne? Ach, guck mal, die nehme ich auch gleich mit. Oak Draws. Wir brauchen noch die Templates. Wo haben wir die reingeschmissen? Hier, 5 Templates haben wir. Und Obsidian. Wo ist das Obsidian? 14 Obsidian. Okay. Pass auf. Können wir auch unten basteln, aber wenn wir schon mal hier sind. Wir machen uns jetzt die Obsidian-Dinger. 5-mal so viel passt dann da rein und wir können stacken. Ne, wir können das stacken. Ich zeige das gleich mal. Stickies müssen wir noch genug haben. 3 Stück können wir uns leisten. Nehmen wir alle. Wir nehmen jetzt alle davon. Und jetzt würde ich sagen, mit diesen Obsidian-Templates für die Schubladen. Gehen wir mal ganz kurz nach unten. Huch! Kommt einem Chloe wieder entgegen. Und ich baller das mal ganz kurz hier drauf.
Schnups, dann sieht das so aus. Wenn ich jetzt Shift-Rechtsklick mache, passiert gar nichts. Eigentlich müsste ich da jetzt sehen. Na, großartig, das wollte ich jetzt natürlich nicht. War das nicht? Das war doch Shift-Rechtsklick, verdammt. Okay. Man sieht auf jeden Fall, nee, man sieht es momentan noch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding hier, Shift-Rechtsklick, wieso geht denn das gerade nicht? Shift-Linksklick war es nicht. Ich möchte die Dinger hier gar nicht rausholen. Warte, warte. So, mit der freien Hand. Hier sehen wir, hier sind die Status-Upgrades drin, ne? Ich nehme die mal ganz kurz raus, dann ist der Balken hier weg. Und ich packe die mal ganz kurz hier mit rein. So, dann sehen wir, Ananas passt jetzt wieder eine Menge rein. 7 Stück tun wir noch rein, wupp dich. Passiert gar nichts mehr, weil wir jetzt 5-mal so viel da reinballern können. Wir können jetzt 5-mal so viel in den Schubladen ballern, weil die jetzt diese Obsidian-Umrandung haben. Und das können wir mit Diamanten und so, da kannst du ganz viele Späße machen. So, Weintrauben, achso. Habe ich jetzt mal alle so genommen. Weintrauben, tue ich mal hier rein. So, haben wir jetzt ein Stack drin. Flups, und schon haben wir alle drin. Das heißt, die passen da alle sehr bequem rein. Ach so. So, Kiwi ist schon ein bisschen voller. Wir haben mehr Kiwis als irgendwas. So, nehmen alle mal mit. Ach, jetzt habe ich alle rausgenommen, ich Dovi. Okay, jetzt haben wir alle reingemacht. Oh. Und da lagen noch ein paar rum. Entschuldigung, ich habe nicht alle reingemacht, die flogen ja teilweise rum. Okay, und wie man sieht, es passt auf jeden Fall mega viel rein. Das ist total geil. Und deswegen nehmen wir diese Obsidian-Umrandung für Sachen, von denen wir besonders viele haben. Ne, auch Kartoffeln und sowas. Oder hier die Salatköpfe. Oh, da liegen noch Kiwis rum. Das waren wirklich ein paar mehr. So, haben wir noch Kiwis oder so? Nein. So, auf jeden Fall können wir dann sehr, 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 sehr viel machen. Ha, okay. Grübel. Ich bin doof. Ich bin doof. Ah, ich bin echt doof. Oh nein, bin ich doof. Scheiße. Okay, warte, warte, warte. Ich baue es noch ein bisschen anders um. Pass auf. Ich baue es noch ein ganz kleines bisschen anders um. Nicht böse sein. Wieso? Ich will das haben. Okay, ich muss ganz kurz rumlaufen. Ich will es nochmal ganz kurz. Ich will es doch anders haben. Pass auf. Ich zeige dir gleich, was ich meine. Und du wirst sagen, Alter, geile Scheiße, du Vollidiot. Das hast du ja toll ausgedacht. Wieso bin ich nicht gleich hier durchgegangen? Ich sag ja Vollidiot. Du kommst nochmal weg. Und jetzt pass auf. Weg, 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 weg. So. Hier auch. Weg, weg. Das ist, glaube ich, eine geile Idee. Pass auf, ich zeig dir gleich, was ich vorhabe. Ich zeig dir gleich, was ich vorhabe. Oh, warte, warte, warte. Halt, nein, wir waren richtig. Wir waren richtig. Die Karten, das Block sind hier, ne? Werde ich alle brauchen. Wir haben nicht mehr so viele, aber die Carpenters, da können wir uns ja auch noch was... Die Carpenters, ist das nicht so eine Band gewesen? So eine Rentnerband? Ich weiß gar nicht. Pass auf. Dann kommen das... Das kommt hier hin. Das müsste eigentlich gehen, oder? Wenn ich das jetzt so mache. Angenommen, hier so drei... zwei Stück. Ne, drei brauche ich. Ich muss dann auch noch einen höher gehen. Ich kann ja auch... Kann ich nicht hier rauf... Okay, wenn ich die sowieso mache, dann kann ich die ganze Wand aus Karten des Blocks machen. Fackel kommt gleich wieder hin. So. Und tatsächlich müssen wir da oben auch noch. Okay, pass auf. Das wird gut. Das wird echt gut. Ich glaube, das wird ein geiler Lagerraum. Ich glaube, der wird sehr gut gefallen. Ich glaube, der wird sehr, sehr gut gefallen. So. Hier auch nochmal. So, und dann... Ah, wir brauchen noch den Karten, das Hammer und der Hammer Time. Hammerturm. Können wir den vielleicht noch... Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten. Einen Karten, das Hammer. Ich glaube, da mache ich nochmal eben... Brauchen wir bestimmt Silber zu. Haben wir Silber? Haben wir nicht. Silber und Sticks brauchen wir dafür, ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie das Rezept geht. Dann machen wir uns eben... Können wir auch unten machen. So, hier nicht. Das kommt hier auch weg, wie gesagt. Warte, warte, warte. Das wird geil. Das wird geil. Hammer. It's the Hammer. Oh mein Gott, das ist ja the Hammer. Ah, zwei Karten das Block. Okay, einen mache ich mal noch. So, den Rest nehme ich mal wieder mit. Ich dachte, wir brauchen noch Sticks, aber es war nur so. Okay, jetzt pass auf. Ich trommel das alles ein nach hinten. Das kann ich hier eigentlich auch machen. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen, aber egal. So, ich trommel das ein nach hinten.
Hier auch. Ich sollte vielleicht mit einem Block anfangen und dann mal. So, das kommt auch raus. Warte. Pass auf. Ich glaube, das wird echt gut. So, nach hinten getrommelt. Und dann, okay, das sieht jetzt hier momentan noch echt scheiße aus. Ich bin doof. Die kommen auch weg. So, nehme ich gleich mal mit. Und dann machen wir mal Folgendes. Erstens mal, die Äpfel müsste ich nehmen können. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich die Äpfel mitnehmen? So, alle Äpfel dabei. Und die Kartoffis, das sind 16, glaube ich. Kann ich Äpfel erstmal irgendwo zwischenlagern? Habe ich hier? Ich habe noch nicht. Okay. Pass auf. Was ich vorhabe. Passen die hier nicht mehr rein? Nein. Warte. Warte. Oakwood Planks, wo sind die denn jetzt? Alter, wo sind die Kisten? Hallo, wo sind die Kisten? Oak Drawers, da sind sie ja. Und die packe ich jetzt nämlich, die Oak Drawers packe ich jetzt einfach so. Die hier kommen natürlich weg, ist ja klar. So. Die gucken dann da raus. Und das hier, wir haben ja die Soapstones, haben wir eh, ne? Die haben wir ja rausgeruppt und die können wir jetzt ganz easy blub. So, damit das hier überall so ein bisschen rausguckt, ne? Dann haben wir so ein Lager, was so ein bisschen rausguckt. Und wir haben vor allen Dingen viel mehr Platz auf den Seiten. Pass auf, das sieht man jetzt noch nicht so gut. Wir werden es gleich feststellen. Die Kiste nehme ich mit, den Soapstone nehme ich auch mit. Hier kann ich noch ein bisschen rumlaufen. Wir probieren das erstmal hier. Die Äpfel haben wir sowieso. Ich kann die jetzt erstmal irgendwo zwischenlagern. Lalala, sagen wir mal hier. Ich packe die Äpfel erstmal da rein. So, haben wir alle Äpfel los. Dann nehme ich dich mit. Oh, nehme ich dich mit, mein Freundchen. Das kommt auch weg. Und dann machen wir hier Oak Drawers, lalala. Und das ist ja immer eine Viererbreite. So. Und dann haben wir viel, viel mehr Platz. Und es guckt alles, es guckt nur so ein bisschen raus und steht nicht so klobig in der Gegend rum. Weißt du, was ich meine? Guck mal, so sieht das dann aus. Das sieht dann schon viel, viel cooler aus. Das sieht viel, viel cooler aus. Also ich glaube, das sollte man machen. Ich glaube, das sollte man so machen. Und ganz ehrlich, hier mache ich dann auch, aus dem Ding mache ich auch Carpenters Blocks oder Slabs. Ich mache hier raus dann Slabs aus dem Holz, dass die Etage nicht so fett aussieht, sondern dass hier alles so ein bisschen auch da oben, angenommen, nur mal so testweise. Haben wir noch Slabs? Ja, haben wir im Rucksack dabei. Pass auf. Wir testen das mal aus. Kostet ja nichts. Pass auf, wir testen das mal eben aus. So, haben wir noch Slabity Slabs dabei? Ich glaube, die sind alle im Rucksack, das heißt, ich muss sie aus dem Rucksack erstmal rausholen. Toll. So. Ich hoffe, da ist noch alles drin. Och, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass sie jetzt weg ist. Ist jetzt nicht so ein Mega-Verlust, aber naja. So, warte. Da oben fehlt noch ein Soapstone. Wieder billig gebaut. Nee, da muss nach... Ah, die müssen nach oben. Okay, habe ich fast einen Fehler gemacht. Warte. So, dann sieht das nämlich so aus. Ach so, die muss ich jetzt auch noch anpassen, ne? Boah, was für ein Unterfangen. Okay, die muss ich jetzt auch noch anpassen. Okay, habe ich vergessen. Aber ich glaube, das wird echt viel geiler aussehen. Als alles, was wir bis jetzt in der Richtung hier gemacht haben im Lagerhaus. Oder generell als die anderen Lagerhäuser auch, die wir gemacht haben. Dafür brauchen wir jetzt ehrlich gesagt Stairs. Stairs. Wir brauchen Stairs. So, warte. Hier. 4, 8, ich probiere erstmal, na komm, so. Machen wir erstmal so und dann zack. Wir werden noch ein bisschen Holz brauchen, glaube ich. Und dann machen wir die so. Ach, da hinten ist ja noch, da ist ja noch Luft drin. Ja, okay. Hallo? So. Soapstone? Das müsste jetzt Soapstone sein, ne? Ja. So, guck mal, da sieht das so... Ah, das sieht viel besser aus. Das sieht viel, viel besser aus. Oder? Ich glaube, das sieht viel, viel besser aus. So. Ja, das mit dem Glas stimmt. Das Glas können wir nicht verdünnen. Also bei dem Glas können wir keine Carpenters-Blocks nehmen. Erstens würden wir zu viel Glas jetzt, ne, solange wir hier nicht Silk-Touch haben, können wir das Glas nicht abbauen. Außerdem wäre es dann nicht mehr seamless, sondern wir hätten dann überall das Gegurke dazwischendurch. Also lassen wir das Glas so. Aber hier, ne, das machen wir auf jeden Fall, das ist geil. Ich glaube, das machen wir so. Da haben wir ein bisschen was zu tun, Freunde.
So, aber egal. Ich glaube, es sieht viel, viel besser aus. Wir machen zumindest mal diese Etage so, ne? Die anderen sind ja eh noch nicht fertig. Und bei den anderen Etagen wissen wir dann genau, okay, wir fangen gleich so an und dann machen dann das Lagerhaus genau so. Und ich glaube, es wird das beste Lagerhaus, was wir jemals hatten. Da bin ich fest von überzeugt, vor allem, wenn sich alles selbstständig einsortiert. Da bin ich ein großer Fan von. Also ein riesiger Fan. So. Huch. Jut. Hier nochmal. Lalalala. Wir gehen die Runde eben nochmal ganz kurz, die kleine Ehrenrunde hier. Ich weiß gar nicht, das kriegen wir jetzt glaube ich so nicht. Ach Gott, doch, kriegen wir hin. Okay, machen wir aber gleich erstmal. Da oben, die Dinger kommen eh weg. Da oben kommt ein Arbeitszimmer hin. Und hier, da kommen überall Slabs hin. Haben wir noch ein bisschen Platz im Inventar? Ich weiß es gar nicht. Huch, 39? Ach, das ist ein Oak Drawer. Okay, die kann ich aber auch mal hier mit... Wo sind die anderen Oak Drawer?